So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Ratchet und Clank. In der letzten Folge, hoppala, haben wir endlich diesen Dietrich bekommen. Und jetzt können wir auch zu diesem Roboter. Öffne die Tür mit deinem Dietrich von Gadgetron. Ja! Das habe ich auch jetzt vor. So, reines Teil. Und dann lösen wir das mal schnell. So einfach ginge. Jetzt haben wir es und rein. So, wo ist der Sack? Boah, mein Controller muss ich jetzt auch mal austauschen. Der bereitet ein bisschen Probleme. Okay, wo geht es hier weiter? Oder ist es schon hier irgendwo drin? Nee. Oder muss ich da drüber? Probieren wir es einfach mal aus. So, das hat man geschafft. Dann nochmal das gleiche. So, was passiert jetzt? Ah, okay. Den Schwung haben wir jetzt zum Glück auch bekommen. Oh. Was wollt ihr jetzt eigentlich nicht machen? Dann eben nochmal von vorn. Uah. Gut, ich schaff's noch. Ups. Jetzt wähle ich den halt gleich aus. Warum schwingt er nicht? Ich müsste doch in Range sein. So, und wenn ich den jetzt hier anvisiere. Jo, dann geht's. So, jetzt nehmen wir mal ordentlich Schwung. So, jetzt. Jetzt hat's geklappt. Aber wo der sich dann rumtreibt, ey. Lieber den Jump, komme ich sicher rüber. So, drehe ich gescheit rum. Dann visiere ich jetzt lieber mal an. Brauche ich den überhaupt? Okay, so kann man es auch machen. So, Dietrich wieder. Dann gucken wir mal. So, jetzt haben wir's.
Runde ist auch schon, oder? Sieht zumindest so aus. Sehr schön. Na, dem hast du es aber gegeben. Sieht ganz so aus. Sind Sie mit Ihrer aktuellen Beschäftigung unzufrieden? Dann kann die TBS Ihnen helfen. Die taktische Blag-Forschungsstation. Hallo, ich bin der leitende Vorsitzende Drag. Und hier in der TBS suchen wir motivierte Mitarbeiter für absolut aufregende Arbeitsplätze. Grindhoods-Tester, Sprengkopfbautechniker, Mutanten-Türpflege, Robotermechaniker, Saugkanonentester und Verwaltungsassistenten. Kommen Sie zur TBS. Arbeiten Sie an unseren Waffen und an Ihrer Karriere? Ich rufe die TBS heute noch an. Das ist unglaublich. Sehr glaubwürdig. Was die hier alles bauen? Lass uns absagen. Nein, wir müssen weiter nach Captain Quark suchen. Da hast du natürlich recht. Hab ich? Klar, wir brauchen Quark. Aber wäre es nicht toll, wenn wir ihm dann gleich sagen könnten, wo Drag ist? Denke schon. Also, wir gehen zur Raumstation und fragen die Techniker. Die arbeiten für Drag und sollten wissen, wo er ist. Deine Logik leuchtet mir nicht ein. Ach, du denkst zu viel. Lass uns gehen. Und da haben wir auch den Infobot. Sehr schön. Jetzt nehmen wir noch die Bowls hier mit. Weil Geld ist wichtig. Ja, und dann sind wir hier wieder rausgekommen. So, ab zum Raumschiff. Jetzt bräuchten wir nur noch dieses Hoverboard. Ja, aber jetzt erkunden wir erstmal die Raumstation. Vielleicht bekommen wir das Hoverboard ja hier im Verlauf der Story. So, gleich mal schauen, ob es eine neue Waffe gibt. Ja, gibt es. Der Verspötter. So, ich weiß nicht, was das jetzt genau kann. Werden wir aber später wahrscheinlich herausfinden, wenn wir ihn kaufen. So, wo gehen wir lang? Wir eh nicht durch. Was ist das? Okay, jetzt könnten wir durch. Da können wir nicht durch. Schauen wir mal, was es hier so gibt. Ja, sehr nice. Hier wurde auch schon eine längere Zeit lang nicht mehr geputzt. Tschüss. Brauchst du bei diesen Feinden Hilfe? Versuch's mal mit dem Gadgetron-Verspötter. Erhältlich bei jedem Gadgetron-Händler. Ja, wahrscheinlich kämpfen dann die Gegner dann für uns. Nehme ich jetzt mal an. Hi, na, wie geht's dir? Offensichtlich nicht mehr so gut. Wow, shit, nur noch ein Leben. Aber hier haben wir ja wieder was. So, was gibt's hier? Na, da komme ich später nochmal her. Aber erstmal knacken wir wieder hier was.
zuerst den Dietrich auszuspielen. So, was haben wir denn hier? Wollte ich jetzt nicht. Der müsste jetzt noch hierhin strahlen. Jetzt haben wir's. Ey, Leute. Och, jetzt kriegen die mich sogar noch. So, jetzt gehen wir mal links. Mal schauen, was es da so gibt. Müssen wir auch erst uns reinhacken. So. Jetzt fehlt der hier noch. So, das ist schon ein bisschen schwieriger. Da hilft jetzt nichts, als ein bisschen auszuprobieren, bis man es hat. Jetzt haben wir es, sehr schön. Hat es zwar ein bisschen gedauert. Ah, cool, jetzt spielen wir einen Clank. So, was kann der denn alles? Nicht sehr viel. Aber er muss ja auch nicht viel können. Wir müssen jetzt eh erstmal nur hier ein bisschen erkunden. Aber schlagen kann er trotzdem, oder? Jawohl. Das kann er schon. Aber einen Doppelsprung kann er nicht. Dann müssen wir wohl den Weg gehen.
geht's nicht weiter. Aber hier. So, wir will aufs Maul. So, wahrscheinlich geht's links weiter. Oder auch nicht. Rechts aber auch nicht, da bin ich wahrscheinlich generell falsch. Hier sieht es schon besser aus. Nein! Oh. Zum Glück ist es nicht so weit bis hierhin. Das ist mir beinahe schon wieder passiert. Tschüss. Da muss ich doch zuerst springen, sonst komme ich da nicht hoch. Genau, jetzt muss ich rechts rum. So, und jetzt langsam und ruhig. So, Kamera nachstellen. Ach. Das kann es doch nicht sein. Hier, da falle ich nicht runter. Oder doch. So, aber jetzt wirklich ganz ruhig. Blamier mich ja hier schon halbert. Oh, laufen wieder die Typen hier rum. Auf Wiedersehen. Okay. Alle guten Dinge sind drei. Schon wieder so nah am Rand. Was? Ja, die Kamera, die ist aber echt manchmal ein bisschen. So, geh mal so. Langsam und ruhig. Und jetzt wieder schnell. Und wieder langsam und ruhig. So, endlich. Hoch. Hallo? Lol. Was ist denn das für ein Viech? Da gehe ich erstmal nicht hin. So, meine Kinder. Angriff. Mach diese Echse fertig. Sehr schön. Ja, das ist cool. So, mit dem werde ich wieder alleine fertig. Ach, das müssen wir wahrscheinlich wieder abgeben. Schade. Was ist denn das?
Eine Eismaschine. Der Gadgeton Hydrolymer nutzt Schnellhähne und Schnellabflüsse. Damit kannst du Becken füllen und leeren. Unsere Sensoren entdecken auf dieser Raumstation Zeit. Schade. Werden wir bei 100 Pro noch brauchen. Okay, dann müssen wir jetzt wahrscheinlich wieder rechts rum, um dann wirklich die Raumstation zu erkunden. Genau da sind wir hergekommen. Zurück zu Ratchet. So, Entschuldigung. Nee, den Infobot wollte ich jetzt nicht. Genau, jetzt müssen wir noch die Raumstation erkunden. Da sind wir links rein. Genau, jetzt müssen wir rechts rum. Genau in die Fontäne wieder rein. So, es wird alles umgeballert. Oh, es klappt ja wieder gut. Nein! Es gibt's noch nicht, dass ich die nicht treffe. So, Leben wäre jetzt eigentlich ganz cool. Wow. So, da vorne ist Leben. Genau, die haben wir ja schon vorher gehackt gehabt. Dann plündern wir die ganz schnell. Nein! Das gibt's doch nicht, ey. Ich bin so ein Honk. Nee, da geht's nicht lang. Doch, da geht's lang. Ey, das gibt's doch nicht. So, jetzt Speedrun. Jetzt habe ich keinen Bock mehr. Nicht auf die Nerven. So, mit dem Schlüssel geht's schneller. So, und da wären wir wieder. So, schnell hoch, schnell hoch, schnell hoch. Müssen wir den Schwunghaken, glaube ich, benutzen, genau. Hallo. Ich möchte ihn gerne benutzen, jetzt.
Nadu, oh. Kein Problem. Einfach durch. So. Erstmal Munition wieder kaufen. Auch mal die kleinen Kollegen hier. Boah, jetzt werfe ich da runter. Boah. Das wollte ich eigentlich gar nicht machen. Diese Echsen, den Schwunghaken habe ich eigentlich auch nicht ausgewählt. Oh. So, hier Schluss mit lustig. Viel Spaß. Und er überlebt trotzdem, ich fasse es nicht. Wie er immer daneben zielt. Tschüss. Tschüss. Das Leben, sehr schön. So, nehme ich hier den Todeshandschuh. Oder nee, da bin ich ja hergekommen. Och. Kenne mich hier schon gar nicht mehr aus. Wäre ich beinahe wieder runtergefallen. Jo, was kommt jetzt für ein Viech? Nur ein bisschen tricky, die Waffen nicht immer zu wechseln. Es ist ein bisschen blöd. Oh nee. Muss jetzt alles wieder von vorne machen. Ich habe heute ein paar tolle Sonderangebote. Eine Schönheit. So, die mache ich jetzt nicht. Ich gehe jetzt einfach random durch. Sofern das klappt. Ach. Nein, nicht so gut, wie ich mir das vorstelle. Machen wir nochmal.
Könnt ihr mal nicht auf die Nerven gehen? So weit kommt der Blast anscheinend nicht. Gut, dann kaufe ich mir jetzt mal Munition. Und dann bekommt das Vieh ordentlich Schläge. Benutze ich die kleinen Roboter erst, wenn die zweite Phase kommt. So. Na, hast du mich vermiest. Zack, Phase 2. Mach ihn mit dem Schlüssel. Ach komm, wie soll man das machen? So, letzter Versuch. Kaufen wir uns nochmal voll. So, jetzt wähle ich es jetzt schon aus. Warum wollen die jetzt nicht schlüpfen? Wollen die mich trollen? Helft mir, meine Kinder! Wieder nur noch ein Leben. Oh. Ja, nice. Ey, Leute. Ja, den will ich jetzt noch schaffen. Ich schaff's ja nie rechtzeitig, die richtige Waffe auszuwählen. Hier, Merry Christmas. Du auch natürlich. So, aber jetzt klappt's. So, jetzt nehme ich gleich den Bombenhandschuh und bomb alles weg.
Hellbombenhandschuh. Wehe, der killt mich jetzt. Ich sag's euch. So, wieder Ruhe einkehren lassen. Erstmal hier ein paar platzieren. So, jetzt kommt nochmal die Phase. Ach, aber die sind ja nicht so schlimm. Also hoffe ich jetzt. Oh, schwere Geburt, ey. So, und schnell raus. Jetzt runterkommen. Also wirklich, ein Maschinenbauingenieur verdient doch bitte etwas mehr Respekt, finde ich. Du bist also ein Erfinder. Maschinenbauingenieur. Ich entwickle neue revolutionäre Geräte für den Vorsitzenden Drag. Zum Beispiel, et voilà, meine bald patentierten Grind Boots. Hört zu, ihr beiden, ich muss hier dringend raus, um einen neuen Job zu finden. Ich könnte euch die zum Selbstkostenpreis verkaufen. Verkaufen? Nachdem wir deinen miesen kleinen Hintern gerettet haben? Na gut, na gut, na gut, ihr kriegt den Mitarbeiterrabatt. Ja, die kaufen wir uns mal. Ich verschwinde dann, solange es noch geht. Du hast jetzt Grindboots. Damit kannst du auf Schienen in die Wiesen fahren. Spring auf die Schienen und leg los. Nice. Zuerst nehme ich aber hier noch die Kisten mit. Und dann grinden wir mal los. Und dann wären wir auch wieder hier. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Part. Also haut rein!